Die grafische Darstellung eines Graphen ist gleichgültig. Das heißt, man kann einen und denselben Graphen auf unterschiedliche Arten zeichnen. Das wollen wir uns einmal an diesem folgenden Beispiel anschauen. Und zwar habe ich hier einen Graphen, den ich jetzt einmal benennen möchte. Das heißt, ich schreibe einfach mal Namen in die Knoten hinein. Nehme den Knoten hier V1, V2, V3, V4, V5. Und wenn man den Graph formal hinschreibt, dann besteht dieser Graph aus der Knotenmenge V0 bis V5 und den folgenden Kanten. Das ist die Kante von V0 zu V2. Die Kante von V2 zu V1. Die Kante von V2 zu V4. V1, V3, V1, V4, V3, V4 und V3, V5. So, jetzt gucken wir uns den zweiten Graphen an, den hier unten. Und auch diesen Graphen benennen wir V0, V1, V2, V3, V4, V5. Ja, und der Graph formal sieht dann wie folgt aus. Knotenmenge ebenfalls von V0 zu bis V5 und die Kantenmenge V0, V2, V2, V1, V2, V4, V1, V4. V1, V3, V4, V3 und V3, V5. So, und wenn man sich jetzt die beiden Graphen formal anschaut, dann sieht man, dass sie vollkommen identisch sind. Sie haben die gleiche Knotenmenge, sie haben die gleiche Kantenmenge und sind somit identisch. Wenn wir diesen Graphen anders benannt hätten, sage ich mal, der folgenden Art und Weise: A, B, C, D, E, F, und diesen Graphen dann aufschreibt, dann haben wir den Graphen von A bis F mit der folgenden Kantenmenge: A, C, B, C, C, D, B, D, B, F, D, F und E, F. Wenn man sich jetzt die formale Darstellung oder die formale Darstellung der beiden Graphen anschaut, so sind sie zunächst mal völlig unterschiedlich, weil wir die Knoten einfach unterschiedlich benannt haben. Aber man nennt diese beiden Graphen isomorph. Graphen sind isomorph. Oder man sagt, ja, wir reden hier von der Graph-Isomorphie. Und zwei Graphen heißen isomorph. Wenn wir mal diesen Graphen hier mit G1, diesen Graphen mit G2 und dann auch entsprechend die Knoten- und Kantenmenge mit einem Index versehen. Ja, und wir sagen G1 isomorph zu G2. Genau dann, wenn es eine bijektive Abbildung zwischen den Knotenmengen gibt, mit der folgenden Eigenschaft, dass eine Kante xy ist in E1, genau dann, wenn die abgebildeten Knoten als Kante in der Knotenmenge E2 enthalten sind. Ich nenne mal diese Abbildung hier F', weil wir jetzt hier in der Knotenmenge des zweiten Graphen ebenfalls das Symbol F haben. So, und diese Isomorphie sieht wie folgt aus. Wir bilden V0 auf den Knoten A ab, wir bilden V1 auf den Knoten B ab, V2 auf den Knoten C, V3 auf den Knoten F, V4 auf den Knoten
D und V5 auf den Knoten E. So, das heißt, die exakte grafische Darstellung eines Graphen ist vollkommen unbedeutend, sondern es geht lediglich darum, um die Struktur des Graphen, die wichtig ist. Und die Struktur ist halt festgelegt letztendlich durch die Kanten eines Graphen. Natürlich durch die Knotenmenge und durch die zueinander adjazenten Knoten.